Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tipps und Tricks Video hier auf meinem Kanal. Diesmal geht es auf Anfrage um das Thema Spinnen und zwar um die Radnitzspinne und die Wolfsspinne. Es gibt natürlich noch mehrere Spinnen, aber wir werden nur auf diese beiden eingehen. So, dann werde ich euch jetzt ein bisschen was Informatives erstmal zeigen, genau zu den Spinnen. Die Radnitzspinne ist Stufe 2, 2 Herzchen Stärke. 6 getötet, das ist erstmal scheißegal. Die Schwäche ist scharf, weitere Schwächen hat sie nicht. Und resistent ist sie gegen Stechen und Frisch. Stechen bedeutet so viel, ihr braucht mit keinem Speer auf das Tier losgehen, weil der Speer hat den Effekt Stechen. Und bringt bei einer Spinne herzlich wenig. Sie ist leuchtend gelb, was? Leuchtend gelbe und schwarze Spinntiere, die auf dem ganzen Hof jagen, können beim Tod Spinnenbrocken und Netzfaden fallen lassen. Tja, die jagen auf dem ganzen Hof. Die werdet ihr auch überall finden, überall, wo so eine kleinen Spinnnetze sind, oder naja, nicht wirklich klein, überall, wo so eine Spinnnetze sind so eine scheiß Radnetzspinnen vor Ort. Dann haben wir natürlich noch den zweiten Vertreter, die Wolfsspinne, auch Stufe 2. Auch ungefähr die gleiche Stärke, zumindest hier angegeben. Wobei ich sagen muss, die Wolfsspinne ist deutlich stärker wie die Radnetzspinne. Was aber auch nur am Gift liegt. Haben beide Gift. Wobei die Radnitzspinne auch noch einen Faden schießen kann, womit sie euch fangen kann. Den Faden könnt ihr aber dann mit einer Axt abhacken. Dazu kommen wir aber nachher noch. Jetzt kommen wir erstmal hier zur Wolfsspinne wieder. Ihre Schwächen sind Hacken, Schlitzen und Scharf. Ihr habt ein paar mehr Schwächen. Erweitert den Spielraum natürlich ein bisschen, ja. Wobei ich eine Hacke empfehlen würde, also eine Axt. Resistent ist er gegen Stechen und Frisch, genauso wie die Radnitzspinner. Ein wilder Jäger, der vor allem die zentralen und westlichen Bereiche des Gartens durchstreift, kann beim Tod Spinnbrocken, Spinnenfang und Spinnengift fallen lassen. Sind natürlich tolle Sachen, die die Tiere fallen lassen. Und dann fragt man sich natürlich, wie komme ich daran? Und dann habe ich jetzt für euch drei tolle Orte vorbereitet, wo ihr ohne Probleme und ja, ohne euer Leben zu riskieren und ohne große Ressourcen an den Loot der Tiere kommt. Bin ich auch noch so freundlich, mach noch die Karte auf und dann könnt ihr ja schauen, wir haben Position A, Position B und C. Das sind die drei Punkte, wo ihr die Tiere am besten looten könnt. Was ihr dafür braucht, ist eine Axt und Pfeil und Bogen. Pfeile und ein Bogen, ja. So rum. Oder wer es ein bisschen schneller haben möchte und nicht ewig schießen möchte, was ihr auch gleich sehen werdet, sollte eine Kräne-Armbrust verwenden, weil die, wie man sehen kann, deutlich stärker ist. So, dann fangen wir mal an hier mit Position A. Und zwar habt ihr an dem Baum, habt ihr fünf verschiedene Eingänge. Ne, vier Eingänge habt ihr, genau, vier waren es. Das ist der größte und dann habt ihr noch drei kleine. Die sind um den Baum drumherum verteilt, hier um den großen. Dann könnt ihr hier eine Mauer ziehen, reicht auch aus Blatt. Und die zieht ihr einfach bis hoch. Lasst unten Fenster und eine Tür. Die Tür ist auf jeden Fall auch wichtig, das werdet ihr noch sehen, warum. So, bei vier von fünf Versuchen hat es geklappt. Ich hoffe, jetzt funktioniert es auch. Die Wolfsspinnen, ja, hier sind meistens 1 bis 2 drin. Oder nicht meistens, hier spawnen immer 1 bis 2 Wolfsspinnen. Meistens sind 2 drin. So rum. Am Tag schlafen die Tierchen hier drin ganz friedlich. Und dann könnten wir das natürlich ausnutzen. Und freundlich, wie wir sind, mit Pfeil und Bogen reinschießen. Dann kommt der Kollege nämlich schon auf uns zu. Und bleibt. Und es. Nein, wir müssen immer noch zurücklocken. Ja, manchmal hauen die Tierchen nämlich auch wieder ab. Das ist nämlich manchmal das Problem hier, dass die Tierchen das nicht ganz möchten, wieder stiften gehen. Und wenn ihr die zu lange abhauen lasst, dann regenerieren die sich wieder. Und jetzt ist gerade wieder der Moment, wo es nicht so schön funktioniert. Das war mir so klar. Oh, das war ganz blöd. Ah, es war zu weit weg.
diese Methode funktioniert halt nicht immer und man muss ein bisschen probieren und ein bisschen fummeln hier. Aber jetzt scheint es zu klappen. Hauptsinn der Sache ist nämlich, dass die Spinne, so wie es jetzt tut, hier schön vor mir stehen bleibt und nichts tut. Sie greift die Wand nicht an und greift mich nicht an und bleibt einfach nur stehen und lässt sich ganz gemütlich abschießen. Und wie ihr jetzt halt sehen werdet, es dauert ewig. Also ihr müsst ja ewig drauf schießen. Ihr braucht ja gefühlt unendlich Pfeile und es dauert eure halbe Lebenszeit, um so eine Spinne zu töten. Deswegen werde ich die auch nicht komplett töten, weil sonst wird das Video über eine Stunde gehen und es macht keinen Sinn. Ich wollte euch einfach nur zeigen, dass diese Möglichkeit funktioniert und ihr dafür keine großen Ressourcen braucht. So, und das könnte man jetzt noch so lange fortführen, bis das wie Asche wäre. Wir können natürlich mal noch einen kleinen Vergleich machen und die Armbrust nehmen. Naja, so viel kommt da nun auch nicht. Geht. Aber es geht, glaube ich, schneller. Ja, muss ja. So. Erschöpft. Machen mal Tür zu. Tür lassen wir auf. Gut, wir lassen das Tierchen freundlich weiterziehen. Sammeln unsere Pfeile. Und lassen das Tierchen weiterschlafen. So, das ist Möglichkeit Nummer 1. Ihr müsst natürlich nicht die größte Stelle nehmen zum Zubauen. Das habe ich einfach nur aus, ja, dekorativen Zwecken gemacht, damit es halt ein bisschen schöner aussieht und auffälliger ist für das Video auch. Ihr habt natürlich auch kleinere Eingänge, die sind dann. Ja, die werdet ihr bestimmt schon gesehen haben, wie da zum Beispiel. Da müsst ihr auch nicht so viel Materialien verwenden. Also, es funktioniert auch dort. Solange da Platz für die Fenster und eine Tür ist, ist das scheißegal. So, werden wir gleich mal zu Möglichkeit Nummer 2 gehen. Möglichkeit Nummer 2 ist die beste von allen, weil es hier überhaupt keine Probleme gibt und ihr müsst überhaupt nichts bauen. Und ihr kommt bei Nummer 2, also das B ist nur für mich und für euch. Möglichkeit Nummer 2 ist nämlich hier, dieses kleine Blätterdach. Hier spawnen, soweit ich das jetzt merkt habe, immer eine Radnetzspinne und eine Wolfsspinne. Also ihr bekommt hier beide. So. Und hier braucht ihr auch nur Pfeil und Bogen. Stellt euch hier oben hin. Wo war die schöne Stelle? Könnt ihr euch eine schöne Stelle suchen, beispielsweise hier, ja. Und dann könnt ihr ganz gemütlich hier auf die Tierchen schießen. Und der Vorteil ist. Ups, wo schießt er jetzt hin? Jetzt getroffen. Der Vorteil ist an dem Blätterdach, dass die Radnetzspinne ihre Netzfaden hier nicht durchschießen kann. Sollte sie auf mich schießen, bleibt alles hier hängen und das Vieh kann mich überhaupt nicht treffen. Und ihr habt hier komplette Narrenfreiheit und könnt hier, wie ihr es gerne hättet, mal die anschießen. Und die backen auch meistens dann auch fest hier, weil sie ja keinen Plan haben, wie sie zu euch kommen sollen. Und ja, fröhliches Jagen, sage ich nur, ja. Mal hier eine verpassen und dann kriegst du noch ein. Ja, dann sollt auch treffen, ja. Hast du noch eine verpasst? Ja, er braucht halt nur Zeit und sehr viel Pfeile. Ja, wird er nicht getroffen. Ach, Arschloch. Ja. Zeit und viel Pfeile. So, das war Variante Nummer 2. So, dann gehen wir mal zu Variante Nummer 3. Was meiner Meinung nach die schlechteste Variante ist. Ja, finde ich schon, ist die schlechteste Variante, weil es funktioniert nicht ganz so gut. Es funktioniert zwar, aber nicht so schön wie die anderen Stellen. Also wer jetzt nicht unbedingt großartig jagen möchte und 1000 Spinnenbrocken braucht und Netzfaden und so weiter, der kann das hier auch weglassen. So, komplett vergessen zu erklären hier. Da könnt ihr nämlich hier in der Büchse vorbei und den Baumstumpf
ja, den Baumstumpf, die Wurzel hier nutzen und hier die Treppe draufsetzen. Setzt in das Treppchen und um zwei Treppen so zu setzen, könnt ihr dann hier so eine halbe Grasplatte setzen. Die halbe Grasplatte müsst ihr dann oben auf die Treppe drauf und dann könnt ihr das zweite Treppenstück direkt ansetzen. Sonst funktioniert das nämlich nicht. So, hops. Und dann könnt ihr hier, um Material natürlich zu sparen, immer halbe Grasplatten nehmen oder halbe Grasböden. Dann könnt ihr euch ganz gemütlich auch rüberbauen. Treppchen. Was ist das? Soll mir egal sein, hier sind wir nämlich sicher. Und dann kann man sich bis hier ganz hinter. Ist natürlich die aufwendigste und die schlechteste Variation davon. Weil man hier schon ganz schön viel bauen muss. Und auch weiten Weg laufen muss. So. Dann habt ihr nämlich hier einen weiteren Spawnpunkt von den Netzradspinnen, genau dort. Die spawnen nämlich auch immer hier. Und dann könnt ihr nämlich euch hier oben was draufbauen. Das war so meine Idee gewesen, dass man sich hier was draufbaut und die ganze Konstruktion die Netzfäden ein wenig abfangen soll. Da drüben habe ich es nochmal in eckig. Ja, ein bisschen rund. Und es funktioniert aber nicht ganz so gut, muss ich sagen, weil, ach, ich weiß nicht, die Viecher können auch durch Wände schießen mit ihren scheiß Spinnenzeug. Das ist echt von Arsch. So, und dann könnt ihr nämlich... müsst natürlich aufpassen, dass ihr euch nicht trifft. Jetzt hören wir mal kurz zur Seite gehen, wenn ihr seht, hier, die kommt hoch. Könnt ihr spucken. Diesmal ist der Vorführeffekt auf meiner Seite. Das funktioniert diesmal super. Bei den letzten Malen hat das nicht so gut geklappt, muss ich sagen. Aber jetzt, diesmal klappt es super. Wie ihr seht, Pfeil und Bogen. Das ist ein stinknormaler Bogen, stinknormaler Pfeiler. Schwierigkeitsgrad Mitte. Und kein Problem. Ja, wie es aussieht, muss man es auch nicht so aufwendig bauen wie ich mit den Plattform hier, es funktioniert auch so. Man braucht halt nur ein bisschen Geduld, weil es nicht immer so perfekt klappt wie jetzt gerade. Also das muss ich ehrlich zugeben. Und ihr müsst halt immer aufpassen, dass ihr ausweicht. Ist zwar jetzt nicht schlimm, wenn ihr euch treffen sollt, ich kann mich ja mal treffen lassen. Trifft mich gar nicht, ist ja Wahnsinn. Also jedenfalls, wenn ihr euch treffen solltet, dann nehmt ihr einfach eure Axt und schlagt ein bisschen in der Luft rum und dann befreit ihr euch wieder. So, das wären meine drei Plätzchen, um Spinnen zu looten, ja, um die Spinnmaterialien ein bisschen looten zu können. Ja, kein Problem, von hier oben aus. Nachteil ist, ihr solltet sie dann schon kaputt machen, weil ihr verfolgt euch hier oben komischerweise ewig. Wenn ihr so durchs Gras rennt, verliert ihr eher das Interesse. So, das waren natürlich jetzt nur drei Stellen, um sie zu looten. Jetzt kommen wir zum Kampf. So Leute, hier sind wir wieder und jetzt geht's um das Thema Direktkontakt. Wobei ich euch leider von vornherein enttäuschen muss. Ihr werdet es nicht schaffen, im direkten Kontakt eine Wolfsspinne zu besiegen. Ihr werdet es am Anfang einfach nicht schaffen. Das Gift der Wolfsspinne ist viel zu stark. Und die Wolfsspinne ist auch, denke ich mal, vom Spiel her so gedacht, dass ihr vor ihr wegrennen sollt, sie ernst nehmen sollt und hier im Garten einen stetigen Feind habt, den ihr lange Zeit nicht gewachsen sein werdet. Deswegen gebe ich euch einfach den Tipp, rennt weg, sobald ihr eine Wolfsspinne seht. Rennt einfach nur, ihr werdet es nicht schaffen. Da werde ich euch jetzt ein paar Tipps geben zum Rennen. Und zwar könnt ihr gleich am Anfang diese Läuselatschen basteln. Die geben euch extra Schnelligkeit. Das werde ich euch auch gleich noch demonstrieren. Zusätzlich könnt ihr dann noch, falls ihr es schon freigeschalten habt, es kommt aber auch ziemlich frühzeitig, Naturkunde. Das erhöht auch nochmal eure Schnelligkeit und trainierte Lunge.
Das erhöht eure maximale Ausdauer, damit ihr weiter wegrennen könnt, ohne Luft zu holen zu müssen. Dann werden wir jetzt hier nämlich mal einen kleinen Sprint hinlegen, um es zu demonstrieren. Ja. So, das ist jetzt hier normal. Kann man so erkennen, es ist ja ziemlich lahmarschig. Er ist aber auch ziemlich lang. So, und da könnt ihr auch vor keiner Spinne wegrennen. Also, das könnt ihr vergessen, da braucht ihr auch gar nicht losrennen, da könnt ihr eigentlich auch gleich stehen bleiben. Also, das nützt dann auch nichts, seid ihr viel zu langsam. Dann könnt ihr die Läuselatschen benutzen und eure Mutation freischalten. Ja, wo haben wir sie? Das war die falsche. Diese Mutation habe ich schon auf Phase 2 von 3. Nach jeder Phase wird er immer ein wenig schneller, ist ja logisch. Und nehmt die trainierte Lunge. Dann flitzen wir jetzt doch mal. Und wie ihr seht, ist das ein deutlicher Unterschied zu vorher. Wir sind jetzt schon wieder am Haus. Wenn wir einfach durchsprinten. Und so könnt ihr auch jeder Spinne entkommen. So, aber um noch einen Kampf zu zeigen, der auch möglich ist. Zwar jetzt nicht unbedingt am Anfang, aber im mittleren Game ungefähr könnte man sagen, ist es möglich, eine Netzratspinne, eine große, zu besiegen. Wie man das am besten schafft, zeige ich euch jetzt. Und zwar braucht ihr dafür mindestens eine komplette Marienkäferrüstung. Die muss jetzt nicht geupgradet sein, aber eine komplette Marienkäferrüstung auf jeden Fall. Und dann habe ich euch hier die Sachen rechts verteilt. Dann braucht ihr auf jeden Fall eine Insektenaxt Stufe 2. Ihr könnt auch einen Hammer nehmen, aber eine Axt ist schneller. Und lässt sich für mich oder meiner Meinung nach besser handhaben und ja, ich finde sie einfach besser. Und ich habe auch eine passende Mutation dazu, die ich euch dann auch zeige. Dann braucht ihr mindestens ein Schild. Großer Käferschild reicht aus. Und Verbände, um euch auch mal im Kampf heilen zu können. So. Dann gehen wir zu den Mutationen. Dann brauchen wir nämlich nicht die maximale Ausdauer unbedingt und nicht das Wegrennen. Wir bräuchten eher, falls ihr es schon habt, Giftresistenz, die Haucherlunge. Das tut nämlich euer Erschöpfungsbalken schneller wieder aufladen. Also Erschöpfungsre was? Erschöpfungserholung ist im Minus, wie man unten sieht. Und Atemholen geht schneller. Also es macht eure Ausdauer nicht länger, sondern füllt sie schneller wieder auf. So, dann braucht ihr noch zusätzlich, falls ihr sie habt, die Mutation Hacker. Die schaltet ihr auch frei, wenn ihr irgendwas hackt mit der Axt, Tiere mit der Axt tötet oder sonst wie, schaltet ihr das auch frei. Das erhöht eure Axtkraft, sagen wir es mal so. So, dann haben wir nämlich diese drei Sachen und die reichen theoretisch schon aus. Bei Mutationen kann man am Anfang auch nur zwei haben. Also muss man dann schon gucken, wie man sich entscheidet. Ich werde jetzt einfach mal noch für das Video, weil ich schon vier aktivieren kann, einfach noch die maximale Gesundheit steigern. So. Nehmen wir unsere Axt mal in die Hand. Das Schildchen auch mal in die Hand und dann schauen wir mal. Und da war doch schon einer. Das ist ein Non-Junior-Format. Da ist eine große. Die geht's doch. So, Kollege, direkter Kampf. Ja. Zack. Abwehren und drauf. Dann wehrt ihr wieder ab. Es kostet euch auch sehr viel Ausdauer, wenn sie euer Schild trifft. Euer Ausdauer ist sehr schnell runter, deswegen die Mutation. Haucherlunge oder wie sie jetzt hieß. Atem holen. Ich weiß es gerade nicht. Jedenfalls, wenn eure tap, 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 komplett runter ist, bricht auch euer Schild nieder. Wie ihr seht, ist eine große Netzratspinne. Kein Problem. Jetzt kommt auch noch ein Moskito dazu. Okay, dafür war ich jetzt nicht unbedingt vorbereitet. Oh, Scheiße. Das war jetzt nicht so geplant. Aber sollte kein Problem sein. Schaffen wir es dennoch. Außer wenn uns ein Moskito die ganze Zeit noch sticht. Ah, sehr schönes Vorher, ja. Wunderbarer Endkampf. Aber es geht nur um die Spinne und die haben wir besiegt. Haut ab. Da liegt sie.
Oh, das war schnell weg. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ja, mit Wett. Ja, gleich zwei, ja. So, wie ihr seht, ist es wirklich kein Problem, eine Netzrandspinne zu besiegen. So, jetzt habe ich erstmal hier kurz wieder Ruhe. Ja. So, ja. Jetzt kann ich erstmal wieder mich beruhigen hier. Oh, das war ein ganz schöner Fight. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch auf jeden Fall bei dem Thema Spinnen weiterhelfen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr keine weiteren Guides verpassen wollt oder Tipps und Tricks, dann abonniert gerne meinen Kanal. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.